Die Erfahrung mit HIA-Produkten ist eigentlich eine positive Erfahrung, was die Handlichkeit, die Steuerbarkeit von dem Fahrzeug anbelangt, bin ich sehr zufrieden. Zuverlässigkeit und Service steht an oberer Stelle. Ich habe eigentlich nur gute Erfahrungen mit HIA. Also sage ich ja, bevor ich den neuen jetzt habe, habe ich noch ältere Kit und da habe ich noch nie Probleme mit dem Kit. Also einwandfrei. Ich bin mit den HIA-Produkten rundum zufrieden. Die Erfahrung ist eigentlich sehr gut mit HIA. Ich hatte vorher Erfahrung mit HMF, 10 Jahre. Aber HIA ist eigentlich ein sehr gutes Produkt. Also ich bin sehr zufrieden damit. Also es ist ein Kran, also der lässt sich einfach steuern. Und sehr sanft eigentlich. Man kann auch damit also sehr gut arbeiten. Also der beste Kran, also wo ich jetzt bis jetzt gehabt habe. Er kommt schon hochqualitativ, kommt er. Also ich habe keine Probleme, ich bin sehr zufrieden mit dem Kran und ich hoffe, der neue gibt auch wieder einer. Ja, wir tun unter anderem auch Fertighäuser aufstellen. Ja, und dann haben wir auch eine Firma an der Hand, wo wir dann Motorjachten verladen. Oder Generatoren auf Dächer oder in Industriehallen halt rein, ja. Also es sind für mich eigentlich Container aufzuladen, abzuladen, den Minibagger aufzuladen, abzuladen, also manchmal Masten stellen, Fahrleitungsmasten, Lichtmasten stellen, das kommt immer darauf an, was es oder wie es der Chef eigentlich abgibt bei mir. Wir lupfen Trafos in Trafostation, stellen Strommasten auf, Lampenmasten auf. Das sind eigentlich die Hauptaufgaben, wo der Kran erfüllen muss. Der normale Tagesablauf ist, die Steinpakete eigentlich abzuladen oder leere Paletten mal aufzuladen. Und ja, das wäre es eigentlich schon. Also wir haben verschiedenartige Produkte, Sackware, Palette und Steine. Dann sind es jetzt Gitterboxen und so und Sachen, alles zum Abladen. Also geht wirklich gut. Und wenn man dann auch mal einen Gurt dran machen muss, weil man eine größere Palette hat, also damit muss man halt leben. Und Solarmodule montieren, Balkone montieren, Fensterräme, alles was eigentlich mit einem Kran ansteht. Die Schnelligkeit ist insofern wichtig, es geht wie immer um das liebe Geld. Je schneller ich einen Auftrag abwickle, desto günstiger ist es für den Kunden. Deshalb ist Schnelligkeit auch sehr ein wichtiges Thema. Die Reichweite, wo der Kran hat, und die Genauigkeit, wo der Kran hat. Für uns ist wichtig, dass der Kran schnell, auch stabil die Last hält und die Kommandos mit meinen Fingern auch so annimmt, wie ich sie gern hätte. Die Genauigkeit ist schon sehr wichtig. Man hat nicht immer so viel Platz auf der Baustelle. Da muss man schon mal auf einem engen Raum das Material sehr genau absetzen. Man hat richtig Gefühl, also es geht überhaupt nichts ruckartig, also top, würde ich sagen. Man kann den Kran schon sehr schnell bewegen, man kann ihn aber auch langsam fahren, damit man kann ihn die Geschwindigkeit etwas drosseln, das funktioniert auch gut. Dass es sehr feinfühlig ist, lässt sich sehr einfach bedienen. Man kann die Geschwindigkeiten verstellen und eine große Kapazität halt. Haarscharf. Also das kannst du einstellen und der geht dann wirklich so, wie du es brauchst. 20% fährt er sauber nach. Also der nimmt ganz langsam das Gewicht auf, setzt es langsam ab. Also ist sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten. Also von der Steuerung her, von dem Kran, man hat richtig Gefühl, also es geht überhaupt nichts ruckartig, also top, würde ich sagen. Man kann schon bis auf den Millimeter genau mit dem Kran fahren. Man kann den Kran sehr präzise bewegen und es erleichtert die Arbeit. Ja, durch diese Reichweite mit 30 Metern ist dann jeder Bewegung normalerweise sehr, macht sehr große Reaktionen. Und das kann man bei dem Fahrzeug einstellen mit dieser Fernbedienung. Und dann kann man ihn sehr feinfühlig genau bewegen. Es ist jeden Tag eine Freude, mit diesem Kran zu arbeiten.
da er sehr zuverlässig ist und einfach zu bedienen ist. Für jedermann.